Megazoo ist tierführender Zoofachhandel. Wir befinden uns hier in der Zentrale, in unserer Firmenzentrale in Schönefeld. Und ich heiße euch herzlich willkommen hier. Wir haben 2006 den ersten Megazoo stationär eröffnet, hatten vorher schon Zoofachmärkte, ne, aber das Großflächenkonzept ging 2006 los. Und 2019 haben wir uns erst dazu entschieden, einen Online-Shop zu eröffnen oder einen Start zu bringen. Derzeit nutzen wir sowohl halt einmal den JTL Shop 5 von der Version her, wir haben den JTL Worker, wir haben unter anderem auch die Workflows, die JTL mit anbietet. Das Fulfillment-Netzwerk von JTL nutzen wir auch. Hey, nutzt du halt einfach mal einen anderen JTL Shop ohne diese Shop-Funktion, dann seid ihr wenigstens innerhalb eures Ökosystems. Und ihr habt durch den Shop sowieso schon die Erfahrung durch verschiedene Plugins und wie dieser JTL Shop halt überhaupt zu nutzen ist. Ich habe mich darum gekümmert, dass die Webseiten beide, beziehungsweise der Shop und die Webseite, live gehen und relaunched werden und habe das Ganze begleitet, betreut und überwacht. Die Webseite auch über einen Online-Shop abgebildet, wo aber keine Kauffunktion zur Verfügung steht, sondern sie nutzen das einfach, um einen Ratgeber darzustellen beispielsweise, zeigen dort Produkte dann auf, die eine Lösung für irgendein Problem sein können und leiten dann aus der Webseite selber in den Shop rüber, um dann die Sachen dort zu verkaufen. Wir haben uns online spezialisiert auf die Tiergruppen Meerwasser, Aquaristik, Süßwasser, Aquaristik und Terraristik, Reptilien. Wir verkaufen keine Lebendtiere, ne, weil wir versenden über einen Fulfillment-Dienstleister oder über ein Dropshipping über die Hersteller direkt. Wir haben gemerkt, die Regale sind nicht aus Gummi. So, wir können also nicht noch 5000 Quadratmeter anbauen stationär. Das heißt, wir müssten versuchen, Sortimente unseren Kunden auch zugänglich zu machen, auch wenn wir sie nicht im Laden haben, stationär. Das ist dann der Online-Shop, das erweiterte Regal sozusagen. Und die Mitarbeiter natürlich auch geschult, zu sagen, pass auf, kommt der Kunde, möchte die und die Pumpe haben, dieses Spezialteil eben, nimm gleich an der Hand. Zeigt in den Online-Shop und bestellt gemeinsam im Online-Shop. Ein weiterer Grund, weswegen wir zu JTL gekommen sind oder gewechselt sind, war einfach, dass unser alter Shop über 150 verbaute Plugins und neue 100 Artikel aufschalten, ist schon an seine Grenzen gestoßen dann. Wir haben aktuell 5000 Artikel im Online-Shop, wovon 2500 direkt bei unserem Fulfillment-Dienstleister liegen. Unser Fulfillment-Dienstleister vom WooCommerce, der in Falkensee sitzt bzw. saß, hat uns gekündigt, weil die Bude verkauft wurde und so weiter. Alle Mieter fliegen raus. Stichtag 30.06. Ihr müsst raus. Pech gehabt. Macht euch einen Kopf. So, zum Glück sind wir über den Stammtisch und über JTL Network eben auf den Fulfiller LKG in Rötter, in Leipzig aufmerksam geworden. Hab uns mit den Jungs kurz getroffen. Super harmoniert. Und konnten dann recht schnell wechseln. Ich meine, kompletten Lagerbestand vom Fulfiller von Leipzig nach Berlin zu Kahn. Während des laufenden Betriebs, der Shop war weiterhin online, ne? Also es war schon eine Herausforderung, das Ganze organisatorisch, aber wir sind sehr zufrieden mit denen, es macht Spaß, die machen einen super Job dort eben. Logistik ist ja nicht einfach, gerade bei uns, wir sind kleinteilig, großteilig, zerbrechlich, MHD, wir sind wirklich, die sind normalerweise Bücherversender, so 90% Bücher und ein Buch packst du ein, schickst es los, wir sind da schon ein bisschen anstrengender. Also wir denken, es gibt Fulfillment-Profis und dann lasst die Arbeit bei den Profis einfach. Wenn die gut genug sind, dann sollen die das auch machen. Von unseren Mitarbeitern stationär sollen sich um die Tiere und um die Kunden kümmern und nicht noch um welche Online-Shop-Aufträge abarbeiten. Wenn es Profis gibt, dann sollen die das bitte schön machen. Besonders ist es eigentlich wie bei jedem Kunden erstmal. Es gibt eine Anforderung, die der Kunde möchte, wo er hin will und dann meistens auch die Dinge, die halt, ich sag mal, Kunden vergessen, was eigentlich relativ normal ist, weil sie kommen halt nicht aus dem Segment. Ein Kunde kann an einem Projekt eigentlich alles abgeben, muss ich jetzt mal sagen, bis auf den Einkauf und den Verkauf von seinen Artikeln. Auch das können auch andere Leute machen. Sowohl Strategie, Content können Servicepartner, können wir übernehmen. Lager wurde in dem Falle von einem Fulfiller übernommen. Die Umsetzung, wir können auch helfen bei der Übertragung von Inhalten oder Ähnlichem, was gerne vergessen wird. Also ich sag mal, Grenzen gesetzt ist eigentlich nichts, was man seinem Servicepartner geben kann. Was halt immer definiert werden muss, ist die Erwartungshaltung und halt auch die Kontrollmechanismen, dass sowohl der Kunde weiß, sage ich mal, ich habe das bekommen, was ich bezahlt habe, was ich möchte und auch wir auch wissen, wir haben das umgesetzt, was der Kunde haben mag. Man sollte halt immer auf den Rat anderer hören und sich auch selber informieren, das muss man halt schauen. Das heißt ja, es ist genauso eigentlich wie in der normalen Wirtschaft jemand, der sagt, es geht schnell und ganz einfach, das wird nicht klappen. Am Ende ist auch der Onlinehandel eine Sache, die von Vertrauen lebt, meiner Meinung nach. Und genauso sollte auch die Beziehung mit halt dem Softwareanbieter oder dem Servicepartner sein. Und ich denke, das ist erfüllt bei Megazoo, JTL und uns.